Hallo ihr Lieben, ich bin wieder im Garten. Ich hatte die ganzen Tage auch schon Hummeln im Moors, aber meine persönliche Situation, Gesundheit, mir ging es die letzten Tage ziemlich schlecht. Und ich bin froh, jetzt wieder hier zu sein und loslegen zu können. Gerade noch gefuttert. Hilft beim Antrieb nicht wirklich, weil ich könnte jetzt gerade guten Schläfchen haben, aber das ist noch nicht dran. In mir brodelt schon länger in Sachen Foodsharing. Und es wird höchste Zeit. Also ich habe die ganze Zeit schon Sachen gehabt, die ich hätte abgeben können. Auch wenn ich so an den Salat denke. Und vielleicht schon mal eine Zucchini, rote Beete, Knoblauch. Würde ich gern teilen mit den Menschen, die hier vorbeikommen. Oder einfach Bedarf haben. Ja, dazu habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht. Zum einen, wo es hin soll. Zum anderen habe ich schon ein wenig aufgezeichnet, in welche Richtung das so gehen soll. Und ich würde sagen, das zeige ich euch am besten. Und ich glaube, im Allgemeinen werde ich heute wohl im Schatten bleiben zum Arbeiten. Wir haben über 30 Grad und da bin ich nicht so scharf drauf, jetzt in der Sonne zu verbrutzeln, sag ich mal. Ja, deswegen eins am anderen und fangen wir mal ganz vorne an. Es wird wahrscheinlich ein Mehrteiler werden. Deswegen habt Geduld, vielleicht kriege ich auch diese Folge schon alles hin. Das weiß ich aber noch nicht. Das wird dann die Zukunft zeigen. Ja, lege ich einfach los, wie versprochen, die Zeichnung als erstes. So, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, ganz am Anfang habe ich mir dieses Büchlein angelegt. Oder beziehungsweise habe ich in diesem Büchlein so einiges reingeschrieben, überzeichnet. Ups. Ja. Das sollte wohl so sein. Der kam von meiner Schwester mal. Wer mich auf Instagram verfolgt, der wird das schon gesehen haben. Da hatte ich einen Besuch. Und alles andere erklärt sich von selber. Na, Mareike, siehst gerade zu. War auf jeden Fall sehr berührend. Hab mich sehr darüber gefreut, den gefunden zu haben. Hier habe ich dann alles Mögliche immer notiert gehabt. Was ich alles so haben möchte, was ich alles so mache, was ich bauen möchte, wie ich meinen Garten anlegen möchte und und. Da sind lauter Ideen und im Groben und Ganzen könnte man sogar sagen, dass das hier schon hinhaut so. Podest, die Wege um Apfelbaum nach hinten mit Chill-Ecke, da ist ja der Bunker. Ja, und der Rest wird da noch nicht angelegt, aber war hier nicht schon eine Zeichnung? Nee, dann kommt das noch. Ach hier, guck mal. Hier mit den Beeten. Ja, ich schweife ab. Ich wollte jetzt mal zu der Geschichte mit dem Foodsharing. Da. Und auch da falsch geschrieben. Foodsharing wird mit D geschrieben. Hat schon einen Schreibfehler bei YouTube. Da hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht. Habe ich heute erst gesehen, nach 2 Monaten. Sehr witzig. So, ihr könnt das ganz gut erkennen. Ich möchte quasi einen Kasten. Er wird etwas länger als hier zunächst angezeichnet. Ich möchte ihn größer haben. Gewisse Abmaße habe ich mir da schon vorgestellt, aber das mache ich gleich so, wie ich das Holz da habe. Dann sieht man ja so ein bisschen Seitenzeichnung. Entweder mache ich das gerade oder so versetze es, entscheide ich alles beim Bauen. Und ja, viel mehr habe ich noch gar nicht aufgezeichnet, weil das Ganze kann super entstehen, wenn ich das baue. Ne? Hauptsache die Kästen, die ich habe, die zeige ich euch gleich mal im Anschluss, passen da super rein. Diese Obst-Holzkästen, die da immer abfallen. Also bei uns beim Bioladen habe ich hier mitgenommen. Und das eignet sich wunderbar, weil dann kann ich das Ding da stehen haben und kann auch die Sachen voneinander trennen. So, ich meinte, diese Kästen, die möchte ich unterbringen können. Ansonsten sind das noch diese Kästen hier. Die habt ihr alle schon in anderen Videos gesehen. Für mich ist das wichtig, dass ich genug Platz habe zum Rangieren quasi der Kisten übereinander, seitwärts, wie auch immer. So wie auf der Zeichnung auch schon zu sehen. Und ja, jetzt suche ich mal einfach noch Holz. Ich denke mal, die eignen sich ganz gut hier. Davon habe ich nämlich noch ein paar. Um das stabil zu machen für die Ecken. Na, habe ich nicht noch irgendwo einen. Aber von der Höhe sollte sich das auch teilen lassen und dann reicht das, was ich habe. Die kommen auf jeden Fall mit. Da ist doch noch einer. Okay, was brauche ich noch? Ich brauche Bretter. Einmal für den Rahmen, da fange ich an. Und zwar sollten die natürlich lang genug sein. Diese Kiste, dieser Kasten, den ich bauen möchte, der muss gar nicht so riesig sein, also von der Höhe her.
Ich überlege nämlich gerade, ob das Holz hier reicht. Wie habe ich denn davon? Der ist ein bisschen kaputt. Ist auch super. Eins, zwei, drei. So, ich habe jetzt doch noch ein bisschen anderes Holz gefunden. So sieht das jetzt aus. Ich finde, ein bisschen Charme hat das. Mal gucken, was ich davon verwende, was nicht. Und bei den drei Brettern, ja, mal gucken. Also ich nehme alles mal mit nach hinten und dann wird geweckelt. So, wie ihr mitgekriegt habt, gibt es ja nur einen groben roten Faden und ich habe gerade mal geguckt, so, also 1 Meter breit soll das auf jeden Fall sein. Und wenn man drauf guckt, eine Tiefe oder Höhe, wie auch immer man dazu sagen möchte, von mindestens 60 cm, wahrscheinlich wären es 70 und, oder 80. Ich glaube, ich gehe nochmal ausmessen, wa? Obwohl, das kann ich auch hier, ne? Die zwei haben die richtige Länge, würde ich sagen. Ich hole dann mal gleich den Akkuschrauber, was zum Bohren, zum Schrauben, alles was so anfällt. Oh, so sieht das doch schon mal ganz gut aus. Der gefällt mir. Ihr wisst ja, wie ich diesen frischen Geruch von Holz liebe, wenn das so frisch aufgesägt wird. Das geht voll klar.
überlege, ob ich 60 oder 80 in der Tiefe mache. Eigentlich wollte ich 80, aber ich gehe nochmal nachgucken, was für Kissen ich habe, ob 80 wirklich Sinn macht. Vielleicht reicht auch 60, weil wenn es 60 sind, dann reicht das eine Brett nämlich noch, versteht ihr? Und das wäre ja passend zu den anderen beiden. Ich gehe mal gucken. Die größte Kiste, die ich habe, ist 60 lang. Ich wollte sie ja eigentlich hochkant quasi nebeneinander stellen können, aber bei der einen kann ich es mir auch verkneifen, weil 60 cm echt viel sind. Also ich werde das eine Brett benutzen, damit das ein bisschen einheitlich bleibt. Und ja, säge das Brett, was ich habe, jetzt einmal in der Mitte auseinander. Gleich groß. Oh, habt ihr es gemerkt? Da habe ich was verrissen. Ich merke gerade, auf der Seite, guck mal, ist das Brett viel dicker gewesen. Wieso habe ich das denn nicht gesehen? Okay. Macht nichts. Aber ich bin gerade auf eine andere Idee gekommen. Warum nicht das irgendwie so festmachen und dann kann das andere irgendwie als Konstruktion für die Unterkonstruktion dienen. Ich glaube, das mache ich. So kann ich noch das ein bisschen wegmauscheln, was ich da gerade verrissen habe. Und ja, das finde ich gut. Das finde ich echt gut. Super. Das mache ich. Gut. So, das ist jetzt mein Kasten. Ich finde das sogar ganz witzig hier mit dem, dass es außen ist jetzt anstatt innen. Und ja. Testen wir doch mal, ob die Kiste da reinpasst. Um das Teil handelt es sich. Ich denke mal, es passt ganz knapp nicht, aber nichtsdestotrotz habe ich ein bisschen mal Platz geschaffen. Wollen wir mal gucken. Wird da noch belohnt? Jetzt passt es rein. Super. So, ganz nach links. Wow. Augenmaß, ne? Okay, wie geht's weiter? Das ganze Ding braucht Stabilität. Das heißt, von dieser Seite kommen noch Bretter ran. Und wie stelle ich das an? Mache ich das wirklich von dieser Seite? Ist ja noch mehr gemauschelt, ne? Wird alles krumm und schief. Irgendwie mache ich hier gerade den Finn Kliman. Kennt ihr den? Wenn ich jetzt Bretter nehme und die hier einfach da drüben festmache und hier festmache, ist das dieser Spalt. Seht ihr das? Der wird nachher hin größer. Also sehe das ein bisschen beschissen aus, ehrlich gesagt. Das wollte ich eigentlich nach unten verstecken. Wenn ich das aber... Naja, das gefällt mir nicht. Okay. Ich dachte aber an so, schön bündig. Schön bündig, stabil. Das sollte sich eigentlich ausgehen. Da muss ich aber gucken, was ich da so an Brettern habe und was ich da überhaupt verwenden kann für. Und ja, ich überlege mal weiter drauf rum. Vielleicht habe ich noch eine ganz andere Idee. Achso, merkt ihr schon, wird ein Mehrteiler. Ne? Einen schaffe ich nicht. Jetzt überlege ich das gerade hier so zwischen zu basteln. Dass ich immer gleiche Stücke habe. Zack, 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 zack. Aber ich weiß nicht, ob ich da genug Holz für habe. Also ich gehe erstmal nach Holz gucken. Vorher macht das keinen Sinn, weiterzumachen. Ist das lang genug? Das könnte was sein. Ich gehe mal messen kurz. So, ich habe hier ganz tolles Holz gefunden. Nicht alles gerade, aber für meine Zwecke ist das doch perfekt. Und ja, Hauptsache, da kann es drauf stehen. Holz zieht sich sowieso in eine Seite. Hier könnt ihr sehen, was ich meine. Ist nicht ganz gerade. Hier auch nicht. Ja, aber das werde ich mal jetzt zurechtsägen. Davon habe ich auch ein paar mehr. Ja, und weiter geht's. So, jetzt habe ich ein bisschen was vor mir zu sägen. Ich werde die hier vorne alle auf Länge bringen. Das ausmessen. Ich hoffe, ich krieg's hin. Das ist gar nicht so einfach. Weil wenn ich die zu klein mache, dann passt die Kiste nachher doch nicht mehr rein. Ja, ich ziehe das jetzt durch, sonst werde ich mit dem Teil nicht mehr fertig. Das wird auf jeden Fall der erste Teil. Ich schätze mal, da kommt noch mindestens ein weiterer, wenn nicht sogar zwei. Foodsharing.
Hey, totales Herzprojekt von mir und mich freut es, dass ihr dabei seid. Vielleicht kann ich den einen oder anderen anstecken, der einen Schrebergarten hat und der stellt sich vielleicht etwas Ähnliches auch vorne an wie ich. Guckt euch das an. Das ist ja auch kein Wunder, dass ich mich so schwer getan habe. Da. Das sind immer festere Stellen. So sieht das Ding jetzt aus. Muss hier einiges hin und her tüfteln. Aber ich bin jetzt sehr zufrieden. So, mal die Kiste, die hier links steht. Die hier. Passt es denn rein? Es passt rein. Überall. Und auch da drüben. Sehr cool. Ja. Ist doch was geworden, würde ich sagen. Das war nun Teil 1. Unterkonstruktion schaffe ich heute nicht mehr. Ich bin durch für heute. Ich habe ordentlich geschwitzt. Ja, aber richtig geschwitzt. Und ja, ich werde jetzt hier langsam zusammenpacken. Und dann war es das auch für heute. Da werde ich nur noch mal gießen und dann werde ich aus dem Garten schon wieder verschwinden. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, das war Teil 1. Mindestens ein weiterer Teil kommt noch, aber ich hatte schon eine Idee noch für einen dritten. Selbst wenn der zweite jetzt so vom Wagen her voll wird. Foodsharing ist nicht jedem ein Begriff, von daher würde ich da auch noch was zu sagen. Letztendlich geht es ums Teilen, aber da werde ich nochmal ausführlicher, wenn es dann soweit ist. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zusehen und sage tschüss, euer Lars. Hier muss ich raus. Boah, richtig was geschafft. Tschüss.